Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge hatten wir es ja ein bisschen... Ruhe jetzt hier, Frösche. In der letzten Folge hatten wir es ja mit ein paar Zombies zu tun. Und ja, wir gucken mal weiter, was uns noch so erwartet hier. Kommen wir da rüber? Double Jump? Oh, gerade so. Gerade so. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Mhm. Laut Karte geht's hier entlang, ja. Und dann haben wir rechts ein... Nee, rechts geht's nicht weiter. Ah, doch. Nee, wir brauchen hier noch dieses ominöse Werkzeug. Okay, es scheint so, als müssten wir runter. Da ist noch so ein Ding. Oh. Mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Also mit diesem zweiten Schlag, den er noch ausgepackt hat. Was ist denn hier los? Oh. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Warum hängen wir da? Wo geht's denn lang? Ich hab komplett... Oh Gott! Eieiei! Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Wo kommst du jetzt her? Spinne. It's a trap! Die Spinne hat uns da reingetrappt. Die hat uns eine Falle gestellt. Oh. Ja, haut euch gegenseitig, Blatt. Oh, jetzt haut er mich. So, Feierabend. Ihr habt ausgezombiet. Idee, mach das mal auf. Und? Hey BD, was ist das? Ja, sehen wir es uns an. Macht und Kontrolle. Okay, wir haben links zwei Wege. Okay, hier können wir hoch. Gucken wir doch glatt mal, was da oben so los ist. Ich muss kurz was machen. Nur? Ach, wobei. Nee. Egal. Das passt schon. Oh. So, es gibt zwei. Da unten gab es zwei Wege. Wo lang geht's denn hier? Noch eine Kiste. Ja, okay. Die wollen wir uns. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Großartiges Timing. Macht und Kontrolle 2. Das ist grün. Und da oben ist auch gelb. Da geht's auch irgendwo hin. Ah ja. Können wir das wegklappen? Es klappt zurück. Okay. Und zack. Okay. Was ist der Trick bei der Sache? Ah, hier gibt's noch was. Wir nehmen jedes... Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Ah. Understood. So. Halt.
Passt, Kerl. Hoch da. Hm. Das Ding sieht nach Ärger aus. Hör auf, wegzulaufen! Kämpf mit mir, du Feigling! War das ein Treffer? Verliert ihn nicht aus den Augen! Geht in den Nahkampf! Ich werde dich rächen, Bruder! Wie denn, wenn du tot bist? Du. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Schaumschläge. Fühl mich schon besser. Ja, das Ding sah definitiv nach Ärger aus. Hier ist noch rot. Ah, da brauchen wir wieder was, um da hochzukommen. Und kommen wir denn dahin? Hier gibt es noch ein paar Zombos. Weg mit dir. Oh! Weg mit mir. Oh Gott, ich erschrecke die ganze Zeit. Was ist denn los? Ich war gerade schon im... Da kommt bestimmt keiner mehr, Modus. Jetzt reicht's aber. Würdest du mir einen Stim zuwerfen? Hier ist eine Abkürzung wohl. Schneiden. Ein Seil. Da drüben geht's noch weiter. Aber wir haben hier auch noch zwei Wege. Hier erwartet dich nur der Tod. Ja, dann ciao. Ich würde mir fast kurz gerne noch kurz die beiden anderen anschauen. Mein Gott, dieser Double Jump. Nein. Hey. Heute mag sich alles mit mir anlegen, ne? Es ist jetzt Ruhe. Ja, ist gut, dass wir hier mal kurz durchschnaufen können. Dann gucken wir uns mal an, was wir noch so mit unseren Talentpunkten machen können. Fähigkeiten bauen. So, wir haben zwei Stück. Was gibt's denn für zwei? Kombo-Verzögerung? Naja. Was, wenn das ein Lichtschwert-Typ wechselt? Kerls Macht erhöht sich. Das finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Der Greifmagnet. Wir erhöhen mal die Macht. Maximale Macht erhöht. Na dann. Oh, wir müssen uns noch ausruhen. Wir sind ziemlich am Arsch. So, frisch ausgeruht. Geht's in die Richtung weiter. Wir kämpfen uns nochmal durch das ganze Getier. Wow. Oh. Oh, der lebt noch. Ach nee. Würdest du mir einen Stim zuwerfen? Du Penne. Hey, Krabby. Oh Gott, Zombies. Ja.
Nicht in die Richtung. Huch. Ich brauche Hilfe. That escalated quickly. BD, ich glaube, das ist deine Stärke. Willst du mal reinsehen? Okay, BD, was ist es? Poncho-Material, Savanne. Okay. Schiff ist abgestürzt. Ich hoffe, irgendwas auf der Flucht. Immer diese Zombos. Wir wollen aber eigentlich... Ach so, wir müssen eigentlich da lang. Wir kommen ja da nicht mehr hoch. Na dann. Aber ich glaube, die da oben, die lassen wir jetzt einfach stehen. Und achso, die sind gar nicht da. Wait a minute. Ja, hier geht's nicht weiter. Aber hier. In der Höhle, in der wir gerade schon waren. Die Stimme hat uns ja daran erinnert, dass es da wohl weitergehen wird. Ah, ein Platz zum Meditieren. Und ein ganz schön dunkles Örtchen. Nun denn. Ah, aber das ist unser Ziel. Ist hier was zum Abseilen? Nee, okay, dann. Oh, das ist eine Boss-Area oder Arena. Na? Moment, das könnte gefährlich sein. Na, wer lebt denn hier? Okay, na dann geht's los. Es tut weh, hä? Na? Oh Gott, der beißt auch. Wir greifen, glaube ich, lieber seine Flügel an. So verliert er nämlich ziemlich wenig Leben. Naja, was hätte ich jetzt da machen können? Auf den Boden ziehen vielleicht? Ja, Kopf macht viel Damage, ne? Oh, er fliegt jetzt? Okay, okay, okay. Nice. Buddy. Er hat noch immer die
Ah, man sieht auf jeden Fall, dass ihm das schmerzt. Ah, das war nicht so gut. Vielleicht doch auch hüpfen, ne? Ich glaube, das wird eng. Ja, klar. Gorgara. Ja, der ist halt der Killer. Der Ass-Hit. Also wir sind fast tot. Fast. Naja, mit einem HP wird's kritisch. Okay, okay, okay. Buddy, keep cool. Ah! Wir wollten doch Freunde werden. Oh! Ja, die Welle, die Welle. Die habe ich nicht kommen sehen. Jetzt kombiniert er das auch noch, die Angriffe. Ein feiner Bosskampf. Der macht Laune, also tatsächlich. Der Boss macht richtig Laune. Was? Das kann man machen, okay, alles klar. Aber erst wenn er quasi blau wird, also dass er anzeigt, dass wir die Macht nutzen können. Oh, zu spät gesprungen, alles klar. Eigentlich aus Dark Souls gelernt, nie große Bosse anvisieren. Aber bei dem geht's eigentlich ganz gut. Ah, diesmal wollte er nicht. Oder es hat so viel Damage gemacht, dass er den Phasenwechsel gemacht hat. So, jetzt kommen. Ja.
Okay, es macht aber eine Welle. Hey, Dude. Tut weh, ne? Ah, springen wär's. Oh, der Greed. Ich mag den Greed. Warum kann man eigentlich nicht in der Luft attacken? Jetzt nicht nochmal fliegen. Ach, er geht? Ist das dein Ernst? Hey, Dude. Come on. Bye bye. Ist wohl weg. Können wir jetzt da was machen? Ist wohl weg. Der hat irgendwas für uns. Was hat der für uns? Kletterclown. Oh, wie geil. Kell sieht jetzt aus wie eine Spinne. Hä? Das war komisch. War ja klar, dass der Doppelsprung hier auch zum Einsatz kommt. Aber echt netter Boss, diese Fledermaus. Das ist halt auch echt cool gemacht, dass das jedes Mal ein bisschen anders ist, wie er hier durchschlüpft. So, kommt die Fledermaus nochmal. Gibt's nochmal Ärger? Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Kell ist ein echter Akrobat. So. Fertigkeitspunkte haben wir wahrscheinlich nicht genug. Nee, stand ja da unten, stimmt. Kaga. Naja, wenn ich so auf die Uhr schaue, dann würde ich sagen, dass das jetzt ein ganz guter Moment ist, um die Folge zu beenden. Wow, hier haben wir auch noch eine schöne Aussicht. Die werde ich jetzt mal noch ein bisschen genießen und ihr könnt auch noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.